Es ist April. Der Raps hat wegen dem späten, harten Winter schwere Wochen hinter sich. Extreme Wachstumsschübe sind die Folge vom jetzigen warmen Frühlingswetter. In einer guten Woche sind die Rapspflanzen 20 cm gewachsen. Regelmässig läuft der Landwirt Daniel Kressibucher durch seine Parzellen. Kontrolliert, ob Pflanzen von Schädlingen betroffen sind. Der Raps hat ganz verschiedene Schädlinge. Momentan ist ganz sicher der Rapsglanzkäfer. Darum tue ich auch hier die Dolden kontrollieren. Da kann man darauf auszählen, wie viele Käfer das wir haben pro Dolde. Da haben wir jetzt 5 Stück. Da ist noch zu wenig. Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Raps. Er ist sehr gesund, sehr kräftige Stängel. Es sieht vielversprechend aus. Wenn das Wetter so weitergeht, wird es sehr rasant gehen. Dann wird er in 10-14 Tagen wird er sicher in der Vollblüte sein. Und wenn es natürlich jetzt ein bisschen eher trockener wird und kühler, dann haben auch die Pilzkranken dann eigentlich keine Chance, um dem Raps da gross irgendeinen Schaden anzurichten. Wäre mir persönlich am liebsten, dann müsste ich mir nichts machen gegen Pilzkrankheiten. Und wir hätten dann auch so, ohne etwas zu machen, einen sehr gesunden Raps. Schon jetzt haben vereinzelte Pflanzen Blüten offen. Genau kann man darauf oben die sogenannten Glanzkäfer erkennen. Für Rapsanbauer ein lästiger Schädling. Wenn die Glanzkäfer in den Blüten drin sind, können sie keinen Schaden mehr anrichten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier nehmen, wo nur Knospen sind, ohne Gel, die fressen die Knospen innen dran hohl fressen und die können nachher gar nicht mehr blühen. Oder? Also wenn es Feld mal Gel ist, und die Käfer drauf sind, machen sie keinen Schaden mehr. Aber weil es jetzt noch etwa 10 Tage geht, bis der voll blüht, muss man da schauen, dass man die im Auge behalten kann. Mit Fruchtfliegen fallen wird der Raps auf weitere Schädlinge überprüft. Die Klebefolie ist gel wie eine Rapsblüte und sieht das Ungeziefer dementsprechend an. Die Viecher, die da drauf kommen, bleiben kleben. Und anhand von dem können wir dann die Tafel kontrollieren und wissen, hat es Schädlinge im Raps rein, oder nicht? Und wenn es hat, zählen wir die auszählen auf die Pflanze selber. Und daher gibt es ja von der Forschungsanstalt aus Schatzschwellen, wo man genau weiss, bis hierhin geht es. Und wenn es mehr hat, muss man eine Behandlung durchführen. Wir sehen hier einmal eine Rapspflanze. Wir sehen, da hat eine kräftige Wurzel. Hier. Das bedingt natürlich auch ein gutes Wurzelwerk, dass die Pflanze stammfest ist und auch ja, gut verwurzelt ist im Boden und auch dann einen rechten Ertrag kann bringen kann. Sonst gesehen bin ich sehr zufrieden mit dieser Pflanze. Das Blattwerk ist sehr gesund, hat eine gute Farbe, hat eine vielversprechende Anlagen dran, einen Haufen Seitentrieb, die auch kräftig sind. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass es einen guten Ertrag wird geben. Schon ab Ende April kann man sich jeweils an den wunderschönen goldgelben Rapsfeldern freuen. Die Blütezeit dauert ungefähr 3 Wochen.